nur Scheiße bei dir. Sowieso. Auf die nächsten 200, oder wie sagt man? Du säufst dich jetzt alleine. Prost. Heute ist der 28. Februar 2016, es ist Sonntag und es ist Vlog Nummer 200. Ich weiß gar nicht, warum ich so aufgeregt bin. Normalerweise mag ich so die Jubiläen gar nicht, aber Folge 200. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so weit komme. So, jetzt muss ich aber erstmal Sachen packen. Ich habe hier schon mal grob zusammengepackt, was ich an Technikkram mitschleppen muss. Da kommt noch der Laptop dazu, da kommt noch Speicherkarten dazu, da kommt noch ein bisschen Scheiß dazu. Meine Drohne nehme ich mit, obwohl ich nicht weiß, ob ich überhaupt dazu komme, sie fliegen zu lassen. Aber ich schleppe sie erstmal mit, was soll's. Und dann, fahre ich in die Uckermark. Ja, also jetzt packen und dann geht's los. Tatsächlich alles in den Rucksack bekommen. Plus den Rucksack für die Drohne, plus meine Tasche. Handy noch. GoPro noch. Ja, ist drin. Super, kann der losgehen. Ich hoffe, ich habe wirklich alles. Fenster sind zu, Herd ist aus, Licht ist alles aus. Glaub schon. Ach, Mamas Zigaretten. Hat sie letztes Mal vergessen, als sie Cookie abgeholt haben hier. Sehr langsam vorwärts, weil ich ständig anhalte und die Kamera irgendwo an ihn bringe. Naja, jetzt höre ich erstmal auf, jetzt fahre ich bis in die Uckermark und da mache ich vielleicht noch mal zwei Sachen mit der Kamera, aber dann ist Schluss hier. So, kurz vor Wilmersdorf, mein GoPro-Akku ist fast leer und die anderen sind auch alle leer. Ich hoffe, solange hält die GoPro jetzt noch durch. Ein paar Aufnahmen will ich nämlich noch machen. Hey, na, den mal aus. Gut, komm rein. Komm hier, das Teil. Arme kleine Ding. Geht das? Das ist die andere. Ich schaff das kaum hoch. Wo ist die andere? Cookie! Wo ist denn meine Maus? Ja, wo ist denn meine Maus? Du kennst du mich noch? Beiß mir in die Nase. Komm. Komm mal rein. Ja. Wie lange sind sie schon hier? Ich bin vor einer Minute mit meinem Auto auf dem Parkplatz gefahren. Echt? Nein, ich bin schon länger hier. Also, weiß ich nicht, 20 Minuten oder so. Okay. Aber ich musste... Achso, sollte ich jetzt vielleicht nicht sagen. Aber ich musste mal los, weil der Akku von der GoPro kurz von Wilmersdorf, in Wilmersdorf leer war. Und ich dann noch drei bestimmte Aufnahmen... Jetzt ist es raus.
raus, Herr Thiel fängt seinen Vlog. Was hast du damit gebracht? Jens, weißt du, was das Gute ist, wenn ich so ein tägliches Vlog mache? Nee. Meine Eltern wissen Bescheid, wenn mein Kaffee leer ist und kaufen mir Kaffee. Jetzt hatte ich das schon mal irgendwo. Du hast irgendwas gesagt und ich dachte, ach, jetzt weiß ich Bescheid. Irgendwann war das schon mal, Eike. Ich habe kurz überlegt, die Flasche Lambrusco zu nehmen. Lass ja mein Lambrusco da stehen. Da kommt wieder nur Scheiße bei dir. Das ist du sowieso. Prost, Prost. Prost. Auf die nächsten 200, oder wie sagt man? Besäufst dich jetzt alleine. Prost. Prost. Wer die rauskriegen? Wüsste ich nicht. Ein bisschen spät mit. Zieh weg, Till. Ja, ein bisschen Knick da. Ich muss ein bisschen warm machen, dann ist der Knick wieder weg. Hat er ja. 200 hat er schon voll. Was kommen jetzt bei 300, 400 und 500 für Aktionen? Ein bisschen Angst habe ich ja. Erntefähig ist, sind die Wurzeln von der Kartoffel abgestorben schon längst. Ja, naja. Das heißt, den Apfel, den sie essen, der muss von alleine vom Baum gefallen sein. Vorher essen die. Die pflücken keinen Apfel vom Baum. Sowas sogar, aber der muss vom Baum gefallen sein. Vielleicht war das sowas. Da wartest du jeden Tag, der Apfel lacht dir an. Du musst aber warten, bis er unten liegt. Ich verstehe nicht, wie du das machen willst. Du kannst ja nicht, du kannst nur selbst was kaufen. Ja, das ist Selbstbetrug. Ja, nein, sicher. Das ist reiner Selbstbetrug. Ja. Ist halt. Wie willst du das machen? Ich glaube, das ist eine Spinnerei. Ja. Pass auf, ich glaube, das ist so. Da gibt es so Leute, die sind so weit, weil sie irgendwie meine Extrawurst wollen. Weil sie, also, Extrawurst ist schön eigentlich. Wirklich nicht unterscheiden kannst, wo ist jetzt Stufe, wo nicht. Boah, echt, ja. Schon ein Bombenbelach aus der Hölle. Ja. Der Computer auf die Hörst. Jo. Du funkst ja bestimmt Mario mal kurz an, dass dein Dude angekommen sei. Tschüss, Herr Scheider. Ja. Entschuldige bitte. Tschüss, Herr Schiel. Drücken Sie mich ruhig mal. Hab ich dir schon Tschüss gesagt? Nee, auch nicht. Na, sag mal, das Zeit hier. Tschüss. Tschüss. Ah, es wäre ein Licht. Tschüss. Ach, war das ein schöner Nachmittag. Mama, ja. Ich habe Hunger. So Leute, das war Folge 200 von meinem Vlog. Heute ist nicht viel passiert, ich war nur im Auto unterwegs. Und als ich hier ankam, kurz danach kam auch schon Jens mit der Torte. Cool, oder? Die hat richtig lecker geschmeckt. Ich habe da nichts mehr aufgenommen, weil ich zu höflich bin. Ich will in so normalen Gesprächen meine Kamera nicht einfach irgendjemandem ins Gesicht halten. Das macht die Stimmung auch gleich wieder kaputt. Und naja, außerdem konzentriere ich mich dann auf die Gesprächspartner. Aber es soll auch gar keine Entschuldigung sein, so ist es normal. Ja, das war's dann auch. Mehr brauche ich jetzt auch nicht aufnehmen. Es ist jetzt 20 Uhr und 10 oder so, keine Ahnung. Kurz nach 8. Das Vlog von gestern geht jetzt erst online, weil ich auch nicht nebenbei irgendwie am Computer sitzen wollte. Ich habe immer das Gefühl, ich muss mich entschuldigen, weil nicht viel passiert ist, aber oder ich nicht viel aufgenommen habe, aber in dem Fall finde ich das jetzt gar nicht mehr so schlimm. Ich wollte die Folge 200 auch eigentlich nur dafür nutzen, um euch mal zu danken. Die 5 Leute, die mir immer ständig zuschauen. Ein paar mehr sind es ja glücklicherweise schon. Meine Mutter kam gerade um die Ecke geschlichen, wollte mir hier belauschen. Und eine ganz große Bitte, wenn euch meine Videos gefallen, drückt Daumen hoch, teilt sie in den sozialen Netzwerken, sagt euren Freunden Bescheid. Und das mit jedem Video am besten. Und ne, aber dasselbe mit meinem Kanal bitte. Also es wäre schön, wenn der noch ein bisschen wächst. Ja, das motiviert mich weiterzumachen und das spornt mich auch an, weiterzumachen. Und ich will, dass es noch 200 mal 200 Folgen werden. Alles klar. Also ich danke euch für Aufmerksamkeit. Teilen, teilen, teilen bitte. Und dann bis morgen. Tschüss. Ich finde, das Vlog ist auch sehr gut geworden. Allerdings wäre es mit anderem Inhalt schöner gewesen. Naja. Oh, ich bin spürbar.
Na, hoffentlich hat jetzt noch Ton. Mikrofon leuchtet schon wieder rot. Habe ich nicht erst gestern Mikrofonbatterie gewechselt?